Die neun Welten sind einer der berühmtesten Bestandteile der nordischen Mythologie. Sie beschreiben den Kosmos der nordischen Mythen, der in neun Reiche oder Welten aufgeteilt ist und von Yggdrasil, dem Weltenbaum, gehalten wird. So zumindest wird der nordische Kosmos heute praktisch überall dargestellt. Diese Darstellung aber ist eher eine moderne Interpretation. Und dieser berühmte Teil der nordischen Mythologie sieht am Ende tatsächlich deutlich anders aus. Was sind also die neun Reiche der nordischen Mythologie wirklich? Wie sieht die Kosmologie der Eddas und Sagas aus? Und warum sind es heute gerade neun Reiche, die so populär sind? Eben diese Fragen und die nordische Kosmologie will ich heute mit euch in diesem Video erkunden und sehen, was sich wirklich hinter neun Reichen verbirgt. Bevor wir aber zum Thema dieses Videos kommen, will ich noch meinen Patreons danken. Eure Unterstützung erlaubt es mir stets, die besten Quellen für meine Recherche zu sammeln, die das Herz meiner Videos bildet. Ohne euch wäre das Ganze so einfach nicht möglich. Und dafür gilt euch mein Dank. Und wer mich ebenfalls unterstützen will, der findet den Link dazu in der Videobeschreibung und im gepinnten Kommentar. Und nun kommen wir zu den neun Reichen und der nordischen Kosmologie. Dass die Welt der nordischen Mythologie in neun Reiche aufgeteilt ist, gehört zu den Dingen, die praktisch jeder über diese Mythologie weiß. Selbst wenn man sich kaum sonst für Mythen und Sagen interessiert. Thor hat einen Hammer, Odin hat nur ein Auge und der Kosmos besteht aus neun Welten. Dies sind Dinge, die einfach jeder schon einmal gehört hat. Praktisch jede Art von modernen Medien, die sich von nordischen Mythen inspirieren lassen oder diese darstellen sollen, zeigen die neun Reiche als Einteilung für die Welt. Manche wie Marvel oder God of War gehen dabei sogar so weit, dass die neun Reiche gar eigene Planeten oder Dimensionen sind, zwischen denen man nur mit Portalen und Magie hin und her reisen kann. Die neun Reiche werden hier wie eigene kleine Welten dargestellt, die von den Ästen und Wurzeln von Yggdrasil gehalten werden. Andere Darstellungen gehen nicht ganz so weit und zeigen die neun Reiche eher als Regionen einer Welt. Aber doch. Es sind immer neun Reiche, die die Welt der nordischen Mythen bilden. Auch mein erstes Video zur nordischen und germanischen Mythologie drehte sich eben um Yggdrasil und die neun Reiche. Und auch ich stellte es so dar, als würde der Kosmos eben aus neun, klar definierten Reichen bestehen. Zwar stellte ich in dem Video damals die neun Reiche nicht als eigene Dimensionen oder Planeten dar, sondern als Regionen einer Welt. Aber ich ging dennoch auch kaum in die wirkliche Tiefe und nicht auf die Geschichte hinter der nordischen Kosmologie und den neuen Reichen ein. Oft nenne ich meine eigenen Videoprojekte ja auch Reisen für mich selbst, denn auch ich lerne bei meinen Recherchen sehr viel. Und bei meinem ersten Video zur nordischen Mythologie wusste ich noch lange nicht so viel, wie ich jetzt weiß. Auf gewisse Weise ist dieses Video hier also auch eine Korrektur von mir selbst und zu dem, was ich damals gesagt habe, und eine Erweiterung um das, was ich inzwischen gelernt habe und auch wie ich inzwischen meine Videos recherchiere und schreibe. Listen von neun Reichen, die die nordische Welt bilden, findet man nun genug. Die häufigste Liste, die man findet, besteht aus den Orten Asgard für die Asen, Vanaheim, dem Reich der Vanen, Midgard, der Welt der Menschen, Alfheim für die Alben, Jötunheim für die Riesen oder Jötner, Muspelheim, das Reich des Feuers, Niflheim, das Reich der Kälte, Svartalfheim, dem Reich der Zwerge und Helheim, dem Reich der Totengöttin Hel, wohin die Verstorbenen kommen. Zumindest die, die nicht an andere Orte wie Valhalla gelangen. Aber es gibt auch viele andere und alternative Listen. Manchmal sind Orte wie Nidavellir dabei, was entweder Hel oder Svartalfheim ersetzt und auch ein Reich der Zwerge ist. Und ebenso ist auch die Anordnung der neun Reiche jeweils recht anders, aber sie werden immer über Yggdrasil verteilt und durch den Weltenbaum verbunden. Mal werden sie dabei durch seine Äste gehalten, mal eher durch die Wurzeln, mal sind manche auf der Mitte des Baumes und andere in den Ästen, während andere als Unterwelt darunter liegen. Wo genau sie sich aber befinden, ändert sich scheinbar von jeder Darstellung zur nächsten. Der Grund für diese große Vielfalt unter den Modellen der neuen Reiche ist nun, dass all diese Listen und Darstellungen eigentlich nur moderne Interpretationen und mehr oder weniger moderne Erfindung sind. Und noch dazu haben sie kaum eine gute Verbindung und Begründung zur eigentlichen Mythologie in den altnordischen Quellen.
In den altnordischen Texten, die uns heute noch erhalten sind, in den Geschichten der poetischen Edda und der Snorri-Edda, sowie den Sagas und weiteren Texten, wird so nie eine Liste der neun Reiche klar beschrieben. Genauso wenig werden jene Orte, die heute auf diesen ganzen Listen der neun Reiche zu finden sind, als solche bezeichnet. Tatsächlich gibt es nur eine einzige Textstelle und nur einen Ort, der als eine der neun Reiche identifiziert wird. In Snorris Edda, in Gyflis Täuschung 5, lesen wir über das Schicksal der bösen Toten: Aber die Bösen fahren zu Hel und dann nach Niflhel. Das ist unten in der neunten Welt. Die Unterwelt oder eben speziell der Ort Niflhel, eine Steigerung von Hel, befindet sich in der neunten Welt oder stellt diese neunte Welt dar. Alle anderen Orte, von Asgard über Midgard bis zu Muspelheim, Niflheim und Jötunheim, werden nie als neun Reiche aufgezählt oder als eines der neun Reiche bezeichnet. Ebenso wenig finden wir in den Eddas und Sagas eine Beschreibung der Welt, die neun Reiche erklären oder platzieren würde. Und zu diesem Problem, dass wir eigentlich praktisch nichts über die neun Reiche erfahren und welche Orte diese sein sollen, kommt auch noch, dass in den Mythen sehr viele Orte beschrieben werden, die genauso gut zu den neun Reichen gehören könnten, wie jene Orte, die typischerweise aufgezählt werden. Das beste Beispiel dafür ist Alfheim. Als Reich der Lichtalben soll es eine eigene Welt sein und findet sich in praktisch jeder der modernen Listen. Aber im Grimnismal, einem der Gedichte der poetischen Edda, wird Alfheim als eine der 12 Hallen von Asgard beschrieben. Eine Halle, die die Asen dem Gott Freyr als Zahngeschenk übergaben. Warum also sollte Alfheim eines der 9 kosmischen Reiche sein, aber die anderen 11 Hallen von Asgard nicht? Warum sollte nicht auch Trutheim, die Halle von Thor, oder Jidalir, der Hof von Ullr, oder auch Trümheim, die Halle von Skadi, eine eigene Welt darstellen? Warum sollte ausgerechnet eine von 12 Hallen in Asgard eine eigene Welt sein? Ähnlich sieht es mit der Platzierung der modernen neun Reiche aus. Wo genau sich die Orte auf diesen modernen Listen befinden, ist ebenso unklar und in den nordischen Quellen alles andere als konstant. So manche Mythen und Sagen geben Orte in Relation zueinander an. Aber das konnte sich über die Zeit oder gar in der gleichen Geschichte ändern. Jötunheim, das große Reich der Jötnar, die meistens als Riesen übersetzt werden, liegt so meistens im Osten. Und Thor reist meistens nach Osten, um dort gegen die Jötnar zu kämpfen. Aber in späteren Quellen wird es dann im Norden dargestellt. Hier ist es wichtig zu verstehen, dass die nordische Mythologie kein einheitliches System von Vorstellungen war. Mythen und Sagen, ebenso wie die nordischen Glaubensvorstellungen an sich, waren lokal divers und veränderten sich über die Zeit. Viele moderne Leser erwarten oder würden gerne eine klare Ordnung haben. Aber in den Fragmenten der nordischen Sagen, die wir haben, gibt es diese ganz einfach nicht. Geschichten von einem Ort und einer Zeit aus der nordischen Kultur können denen eines anderen Ortes widersprechen. Und für ihre Zeit und ihren individuellen Ort sind beide Versionen eben, was die Leute damals glaubten und sich erzählten. Zwei widersprüchliche Versionen können gleichermaßen damit zutreffend sein. Es gibt keinen Kanon. Eben aus diesem Wunsch, eine klare Ordnung zu finden, entstand letztlich auch die Idee, dass es 9 Reiche gibt und diese den nordischen Kosmos in eine klare Struktur einteilen. Moderne Forscher, vor allem im 19. und 20. Jahrhundert, versuchten eine Ordnung zu finden. Die Ereignisse und Geschichten der Mythologie und deren Schauplätze sollten eingeordnet und in Relation zueinander platziert werden. Daraus ergaben sich so manche Systeme und Einteilungen, wie zum Beispiel die von Henry Wheaton aus dem Jahr 1831 oder auch die Illustration von Finnur Magnusson aus 1824. Und ein solches System, eines von vielen, war es dann auch, den Kosmos in 9 definierte Reiche zu unterteilen, wie es zum Beispiel durch Henry Bellows 1923 vorgeschlagen wurde. Die Grundlage für die Idee, dass es 9 Reiche gibt, liegt dann darin, weil zum einen die Zahl 9 als das Dreifache der magischen Zahl 3 in der nordischen Kultur sehr oft erscheint und eine wichtige Bedeutung hat. Und zum anderen darin, weil in den Texten der Begriff 9 Reiche doch einige Male erwähnt wird.
An diesen Textstellen machen sich am Ende alle Vorschläge der neuen Reiche fest. Auch wenn es keine Liste gibt und kaum ein Ort als Teil der neuen Reiche beschrieben wird, taucht diese Phrase auf. Und solche Orte wie Midgard, Asgard oder Jötunheim sind so prominente Schauplätze, dass sie ja wohl eines der neuen Reiche sein müssen, wenn der Kosmos in diese eingeteilt ist. Auch wenn das keine einzige Quelle so sagt. Und dieses Modell der neuen Reiche, auch wenn es nur eines von vielen ist und nicht einmal besonders gut durch die Quellen belegt, setzte sich in der Öffentlichkeit durch und wurde besonders populär. In einer breiten Leserschaft wurde es zu dem großen Bild des nordischen Kosmos, das wir heute überall sehen. Und das, obwohl in der Forschung so eine Kosmologie nicht wirklich behandelt wird und kaum ein Forscher heute mehr der Meinung ist, dass die neuen Reiche die Kosmologie der Wikinger überhaupt beschreibt. Was aber verbirgt sich dann wirklich hinter dem Begriff neuen Reiche? Wenn neun Reiche in den altnordischen Texten genannt werden, warum sollte es dann keine gute Grundlage sein, um anzunehmen, dass die nordische Kosmologie von neun Reichen ausgeht, so wie wir es eben überall heute sehen? Tatsächlich werden neun Reiche nur dreimal in den Eddas erwähnt. Zweimal in der poetischen Edda und nur einmal in der Snorri-Edda. Obwohl die neun Reiche also heute als so grundlegend dargestellt werden, kommen sie in den eigentlichen Mythen praktisch kaum vor. Und bei allen drei Erwähnungen ist nicht gerade klar, dass damit überhaupt eine Kosmologie beschrieben werden soll. Eine erste wichtige Sache bei allen drei Erwähnungen ist es, dass es nie die neun Reiche sind, sondern immer nur neun Reiche, ohne einen bestimmten Artikel. Das ist deshalb so wichtig, da grammatikalisch die neun Reiche anzeigen würde, dass es sich hier um eine Gruppe von ganz bestimmten, neun definierten Orten handelt. Ohne einen bestimmten Artikel als neun Reiche fehlt dieser deutliche Aspekt einer definierten Liste. Und es wird überhaupt nicht klar gemacht, dass es nur diese neun Reiche geben soll. Die erste Erwähnung findet sich dann in der zweiten Strophe der Völuspa, dem wichtigsten Gedicht der poetischen Edda. Und diese Erwähnung ist auch besonders unklar. Je nach Übersetzung sagt die namensgebende Seherin hier: Ich erinnere mich der Riesen, der ehedem Geborenen, die mich einst aufgezogen haben. Neun Welten gedenke ich, neun Ästen, des herrlichen Weltenbaumes unter der Erde. In dieser deutschen Übersetzung von Arnulf Krause scheint es so, als würde die Seherin von neun Welten sprechen, die mit Yggdrasil als neun Äste des Weltenbaumes in Verbindung gebracht werden. Der Begriff, der hier als neun Äste übersetzt wird, ist aber sehr unklar. Im altnordischen Text steht hier Nio Evitjur in der standardisierten Version. Nio bedeutet einfach nur neun, aber der Begriff Invitjur ist nicht so klar. Am wahrscheinlichsten aber bedeutet er so etwas wie Riesenfrauen, Trollfrauen oder Hexen. Und die Übersetzung damit in dieser Strophe bricht die Verbindung zwischen Yggdrasil und der Phrase Neun Reiche. Und so erfahren wir aus diesem Vers eigentlich nicht wirklich, was Neun Reiche sein sollen, außer dass die Völva sich an diese erinnern kann. Interessant ist dabei aber, dass der Weltenbaum am Ende der Strophe unter der Erde sein soll. Das wird meistens so interpretiert, dass der Weltenbaum hier noch ein Samen oder Setzling ist und noch nicht gewachsen ist. Die Seherin zählt hier also eigentlich Dinge auf, die aus sehr alter Zeit sind, an die sie sich erinnern kann. Neun Reiche werden dabei einfach erwähnt, ohne dass sie mit Yggdrasil oder dem Kosmos verbunden sind. Die zweite Erwähnung findet sich dann im Vafthrudnismal, dem Vafthrudnir-Lied, in dem Odin sich ein Ratewettbewerb mit dem Riesen Vafthrudnir liefert. Auf die Frage hin, ob der Riese denn über das Wissen der Götter und Riesen wirklich das Wahre sagen könnte, antwortet der Jötun in Strophe 43. Von der Riesen Geheimnisse und aller Göttergeschlechts kann ich Wahres sagen, denn jede Welt habe ich aufgesucht. Durch neun Welten kam ich bis nach Niffel hinunter. Dort sterben die Menschen aus der Hehl. Und auch hier ist die genaue Übersetzung recht wichtig. Und es gibt noch andere Weisen, diesen Vers zu übersetzen. Vor allem in Bezug eben auf jene neun Reiche, die Vafthrudnir durchquerte. In dieser Version klingt es so, als wäre er durch neun Reiche bis nach Niffel gegangen.
Diese Zeile kann aber auch als zu neun Reichen kam ich unter Nephel übersetzt werden. Hier geht es bei der Übersetzung also zentral darum, ob er nach Nephel kam, nachdem er neun Reiche durchquerte, oder ob diese erst unter Nephel liegen. Auf jeden Fall aber wird die Phrase neun Reiche hier mit der Unterwelt in Verbindung gebracht. Und auch damit, dass neun Reiche zu durchwandern großes Wissen bringt. In Snorris Edda findet sich der Begriff dann nur ein einziges Mal. Und zwar in Gyflis Täuschung 34. Darin wird beschrieben, was Odin mit Lokis drei schrecklichen Kindern tat, als die Asen diese fanden. Und hier heißt es: Hel verbannte er nach Niflheim und gab ihr die Herrschaft über neun Reiche. Denn sie sollte alle Wohnstätten mit denen teilen, die zu ihr geschickt wurden, und das sind die Menschen, die an Krankheiten und Altersschwäche sterben. Und ein drittes Mal haben wir hier eine Passage, die man auf zwei Weisen interpretieren kann. Odin gibt Hel die Herrschaft über neun Reiche. Damit kann gemeint sein, dass sie als Göttin des Todes die Macht über alle Orte hat, an denen Lebewesen sind, um deren Bewohner zu holen, wenn ihre Zeit gekommen ist. Auf der anderen Seite heißt es im nächsten Satz, dass sie alle Wohnstätten denen zuteilen soll, die zu ihr geschickt werden. Das beschreibt zum einen, dass es hier eigentlich um Wohnstätten der Toten geht und zum anderen, dass diese geschickt werden und nicht, dass Hel sie mit ihrer Macht holt. Damit wäre Hels Herrschaft auf die Unterwelt beschränkt. Auch hier sind neun Reiche damit eher auf die Unterwelt bezogen und folgt man der zweiten Interpretation, so wäre damit sogar recht klar eine Sammlung von neun Unterweltreichen gemeint. Neben diesen drei Passagen gibt es dann noch zwei weitere wichtige Stellen in Snorris Edda, die mit neun Reichen zu tun haben. Die erste ist die bereits erwähnte Stelle, die Niflhel als neuntes Reich beschreibt und die einzige Nennung eines Reiches als eindeutig eines der neun darstellt. Und die andere wichtige Stelle findet sich dann in Snorris Beschreibung von neun Himmeln. Hier gibt Snorri eine Liste von aufeinanderfolgenden Himmeln an, von denen der oberste außerhalb aller Reiche liegen soll. Unklar ist auch hier, wie sehr dieses Konzept von mehreren Himmeln noch nordische Mythologie ist oder schon christlicher Einfluss. So ist das Unterteilen des Himmels in mehrere Schichten ein sehr typisches christliches Bild, das sich von Erwähnungen in biblischen Texten bis hin zur Visionsliteratur des Mittelalters, beispielsweise in Dantes Göttlicher Komödie, sehr, sehr häufig findet. Und auch Snorri war das Konzept von mehreren Himmeln mit Sicherheit bekannt. Was aber bedeutet nun neun Reiche in der nordischen Mythologie? Zunächst fällt auf, dass es eben keine Liste von neun Reichen gibt und die wenigen Erwähnungen, die es gibt, nicht gerade deutlich mit Yggdrasil oder einer Kosmologie zu tun haben. Die Erwähnung in der Völuspá ist besonders unklar, während die im Vafthrudnismál und bei Snorri neun Reiche eher mit der Unterwelt verbinden. Eine Interpretation ist es so, dass mit neun Reichen gar nicht der gesamte Kosmos gemeint ist, sondern speziell die Unterwelt. Vafthrudnir reiste so durch die Unterwelt bis nach Niflhel, der tiefsten und neunten Unterwelt, und erlangte dabei großes Wissen aus diesem jenseitigen Reich. Und Hel erhielt von Odin eben die Herrschaft über die Unterwelt, über neun Reiche. Diese Interpretation würde damit sehr gut zu zwei der drei Textstellen passen. Und es gibt ja auch recht deutlich mehrere Orte in der Unterwelt, wie Hels eigene Halle, Niflhel, Naströnd und mehr. Vielleicht sind also eben mit den neun Reichen eben neun Unterwelten gemeint. Und der Begriff neun Reiche ist eine Beschreibung der gesamten Unterwelt und für das Herrschaftsgebiet der Göttin Hel. Die neun Himmel, die Snorri beschreibt, könnten darauf ebenfalls einen Hinweis liefern. Denn während eine Einteilung der Himmel in mehrere Schichten auch ein christliches Konzept ist, kann es durchaus sein, dass es bereits in der nordischen Mythologie vorhanden war. Und es könnte auch sein, dass Snorri eben genau die Zahl von neun Himmeln wählte, weil es bereits neun Unterwelten gab, die er damit spiegeln kann. Aber eine zweite Interpretation wäre es auch, dass neun Reiche einfach eine poetische Umschreibung ist, und zwar durchaus des gesamten Kosmos. Allerdings eben nicht im Sinne von, es gibt genau neun Reiche, in die alles eingeteilt ist,
sondern eher so, dass mit neun Reiche eine poetische Gesamtheit ausgedrückt werden soll. Neun Reiche würde damit also doch den gesamten Kosmos beschreiben, aber nicht in einem so wörtlichen Sinne der Existenz von neun verschiedenen Orten. Solche Umschreibungen einer Gesamtheit durch eine magische Zahl gibt es ja auch durchaus häufig. Man könnte die Verwendung von neun Reiche in der nordischen Mythologie hier mit dem Ausdruck sieben Weltmeere vergleichen, mit denen die Gesamtheit aller Meere und Ozeane der Welt gemeint ist, obwohl es ja mehr als sieben von diesen gibt. Oder auch mit den sprichwörtlichen sieben Sachen im Deutschen. Damit ist ja auch nicht gemeint, dass eine Person genau sieben Sachen besitzt, sondern es ist der gesamte, wenn auch überschaubare Besitz einer Person gemeint. Das Ausdrücken großer Distanzen durch magische Zahlen ist auch nicht gerade selten. Von Schneewittchen, die hinter sieben Bergen ist, bis hin zu russischen Sagen, in denen ein besonders weit entferntes Reich meistens 3x9 Königreiche entfernt liegt. Mit all diesen Zahlen ist nie eine genau definierte Anzahl von sieben Bergen, 27 Königreichen, sieben Sachen oder sieben Meeren gemeint, sondern all diese Zahlen drücken symbolisch eine Gesamtheit aus. Neun Reiche würde damit also symbolisch die Gesamtheit der Welt beschreiben, ohne dass es eine klar definierte Liste von neun spezifischen Reichen gibt. Hier könnte man auch so weit gehen zu sagen, dass neun Reiche auch ein ganz allgemeiner Begriff ist, um die Gesamtheit eines Ortes zu beschreiben. Mit dieser Interpretation hätten die nordischen Dichter sogar die Freiheit gehabt, neun Reiche auf verschiedene Orte zu beziehen. Sie hätten es verwenden können, um die Gesamtheit des Kosmos zu meinen oder auch nur die Gesamtheit der Unterwelt oder die Gesamtheit eines einzigen Ortes. In der Völuspa würde neun Reiche damit meinen, dass sich die Völva der gesamten Welt der Vergangenheit erinnert. Im Vafthrudnismal würden neun Reiche damit ausdrücken, dass Vafthrudnir die ganze Welt durchreiste. Und in Snorris Erwähnung zu Hel würde neun Reiche entweder meinen, dass Hel als Göttin der Toten eben Macht über alle Welt hat oder Macht über die ganze Unterwelt. Eben die Gesamtheit des Ortes. Neun war auch eine besonders wichtige Zahl in der nordischen Kultur. So ist die Zahl 3 in vielen indoeuropäischen Kulturen von größter Bedeutung. Und als 3x3 macht das die Zahl 9 noch einmal besonders. Gerade in der nordischen Kultur finden sich 3 und 9 damit besonders oft. Dass die Skalden damit also die Zahl 9 als eine besondere Zahl sinnbildlich für die Gesamtheit nehmen, wäre alles andere als überraschend. Beide Interpretationen werden auch in der Forschung diskutiert und dazu auch noch ein paar weitere. Ich persönlich finde aber die Interpretation von neun Reichen als Umschreibung für die Gesamtheit der Welt oder eines Teils der Welt als besonders überzeugend. Und das auch besonders, weil es sehr gut zu den tatsächlichen Elementen der nordischen Kosmologie und der Aufteilung der Welt passt, die sich in den Eddas und Sagas wirklich findet. Und um diese Aufteilung und diese Kosmologie der nordischen Mythologie, wie sie die Quellen wiedergeben, soll es nun im letzten Abschnitt dieses Videos gehen. Die ausführlichste Beschreibung der nordischen Welt erhalten wir von Snorri. Er beschreibt die Erde als eine runde Scheibe, in deren Mitte Asgard, das Reich der Götter, liegt, wo sich auch Yggdrasil, der Weltenbaum, erhebt. Snorri platziert Asgard aber auch im Himmel und damit im Himmel über der Mitte. Um Asgard und Yggdrasil herum liegt dann Midgard, die Welt der Menschen, deren Name sich als Wohnort in der Mitte übersetzen lässt. Midgard umfasst den gesamten bekannten Teil der menschlichen Welt. All jene Orte, die aus Karten bekannt sind und an die man mit ganz normalem Wege reisen kann. All jene fernen Orte, zu denen Wikinger gefahren sind, zu denen Händler aufgebrochen sind und wohin Abenteurer schon unterwegs waren. Eben alles, was in der Welt der Menschen bekannt war. Aber es gibt noch mehr jenseits von dieser bekannten menschlichen Welt. Umgeben wird Midgard so von einer großen Mauer, die Midgard von Utgard trennt. Utgard bedeutet so viel wie die Außenwelt. Und hier ist es, dass die Riesen und andere übernatürliche Wesen hausen. Sie bevölkern mit Utgard den Rand der Weltscheibe, die von einem großen Meer ringsherum umströmt wird. Und in diesem Meer lebt Jörmungandr,
die große Weltenschlange, die die ganze Weltscheibe umfasst. Die Unterwelt platziert Snorri dann im Norden und unterhalb von Midgard, als eine typische Unterwelt unter der Erde, deren Zugang aber eher in Utgard als in Midgard liegt. Diese Beschreibungen der Welt von Snorri sind vermutlich durchaus von ihm ausgeschmückt und durch christliche Ideen bereits geprägt worden. Aber dennoch, im Grundsatz sind sie recht repräsentativ für die allgemeinen Ideen der nordischen Kosmologie. Und neun Reiche werden mit keinem Wort erwähnt. Zentral wird durch Snorri aber eine Dreiteilung der Welt beschrieben. Es gibt eine innere Welt, einen Wohnort der Menschen und der Götter. Dann gibt es eine äußere Welt, die jenseits der bekannten menschlichen Gefilde liegt und von wilden Mächten des Chaos und der Natur beherrscht werden. Und es gibt auch noch die Unterwelt, ein Reich der Toten unter der Erde. Und so beschreibt Snorri auch eine Welt, die auf der einen Seite aus natürlichen und bekannten Aspekten besteht und ebenso aus übernatürlichen und magischen. Manche Orte sind damit Teil der bekannten Welt, während andere Orte der nordischen Kosmologie eher in einer Art Anderswelt liegen. Dass sich alle Teile des Kosmos auf einer Welt befinden, wird an vielen Stellen der Eddas und Sagas deutlich. Yggdrasil als Weltenbaum bildet natürlich auch das Zentrum des Kosmos und er ist die Achse der Welt und die Säule des Himmels. Und eben an seiner Beschreibung in beiden Eddas zeigt sich die Dreiteilung der Welt besonders deutlich. Im Grimnismal heißt es so, dass Yggdrasil drei große Wurzeln hat, die sich in drei Richtungen erstrecken. Hel wohnt unter der ersten, unter der zweiten die Jötnar und unter der dritten die Menschen. Snorri beschreibt die Aufteilung fast gleich. Bei ihm heißt es, dass die erste Wurzel bei den Asen liegt, die zweite liegt bei den Jötnar und die dritte erstreckt sich nach Niflheim. Dazu ordnet Snorri jeder Wurzel auch einen mythischen Brunnen zu. Unter der Wurzel der Unterwelt liegt Hvergelmir. Der Brunnen der Unterwelt, wo der Totendrache Nidhögg die Toten quält. Bei der Wurzel zu den Riesen liegt der Brunnen von Mimir, der Brunnen der Weisheit, wo Odin sein Auge opferte. Und bei der Wurzel, die zu den Asen führt, liegt der Brunnen der Urd, der Brunnen des Schicksals, wo die Götter Rat halten und die drei Nornen sitzen. Beide Beschreibungen teilen mit drei Wurzeln des Weltenbaumes die Welt in drei Bereiche auf. Einer ist die Unterwelt, einer das Reich der Riesen und einer das der Menschen und Götter. Und all jene vielen Orte, die üblicherweise als die neun Reiche beschrieben werden und sich heute auf all jenen Listen finden? Nun, sie alle passen als Regionen und Orte innerhalb der drei Bereiche ins Bild der Welt. Muspelheim ist ein Reich im Süden von Utgard, Jötunheim ist ein Reich im Osten davon und so weiter. Diese Orte sind auch stets in den Mythen und Sagen durch mythische Barrieren von der Welt der Menschen getrennt. Zwischen ihnen und Midgard liegen mythische Flüsse, Mauern und Wälle und dunkle Wälder. Damit sind all diese Reiche eine Sammlung von Orten in Utgard und Gebiete einer Anderswelt, also Orte, die man auch nicht so einfach erreichen kann. Sie liegen per Definition jenseits der bekannten Welt. Jenseits des Randes aller bekannten Karten. Ohne eine besondere Art der Reise können sie nicht erreicht werden. So eine Reise benötigt aber nicht unbedingt magische Portale, sondern kann über Land oder See stattfinden und zu Fuß oder per Schiff, aber sie ist grundlegend ein Abenteuer oder eine Irrfahrt. Oder aber man gelangt durch Höhlen und Grabhügel und ähnliche symbolische Portale in diese Anderswelt. Deutlich stärker gilt das auch für die Unterwelt. Das Reich der Toten als Unterwelt Hel und Niflheim mit Orten wie Nastrund, Hvergelmir und Nifhel. Die Unterwelt als eine der drei Teile der Welt unterscheidet sich von Utgard zentral auch dadurch, weil die meisten, die sterben, ganz natürlich dorthin gelangen. So ist dieser übernatürliche Bereich der Welt, der unter der Erde vermutet wird, ein Ort, an den alle Menschen auf natürlichem Wege irgendwann gelangen müssen. Aber auch Midgard, die scheinbar bekannte Welt der Menschen, die im Inneren liegt und den dritten Teil der Welt darstellt, ist nicht ohne übernatürliche Aspekte. Hier leben ja auch die Götter.
dort, wo der Weltenbaum steht, im Zentrum der Welt. Und auch das Heim der Götter ist nicht leicht zu erreichen. Dorthin kommt man nur über die Regenbogenbrücke Bifröst, aber die Toten, die nach Valhalla kommen, können auch auf andere Weisen dorthin gelangen. Das zeigt, dass auch die innere Welt der Menschen und Götter einen übernatürlichen Anteil hat. Die Mitte der Welt passt dazu sehr gut, denn die genaue Lage der Mitte der Welt war ebenso unbekannt und unklar wie die Reiche jenseits der Welt. Obwohl Asgard also im bekannten Teil der Welt liegt und die Götter den Menschen ja auch nahe stehen, war es nicht so, als würden sie nicht doch auch von dieser Welt ein Stück entrückt sein. Diese Teilung der Welt ist nun natürlich weit weniger ordentlich und klar wie eine definierte Liste von 9 Reichen. Es gibt sehr viele Orte, deren genaue Lage und Art nicht immer gleich ist, oft ja sogar direkt widersprüchlich. Wie bereits erwähnt, ist es am Ende aber eben auch wichtig zu verstehen, dass eine geografische Richtung nicht zwingend eine entscheidende Angabe in der Mythologie sein muss. Und vor allem auch, dass sich eine mythische Geografie mit der Zeit und je nach Ort, Geschichte und Erzähler durchaus verändern kann. Nicht zu jeder Zeit und an jedem Ort würde das Weltbild genau gleich aussehen, auch wenn alle Personen, die es erzählen, Nordmänner wären. Aber eine Einteilung in 3 Bereiche als innere Welt, äußere Welt und Unterwelt scheint wie eine Art Grundgerüst zu fungieren. Wie eine Grundidee, um all jene natürlichen und übernatürlichen Teile der Welt, jene bekannten Welten und Anderswelten einzuteilen. Und eben wegen dieser Dreiteilung denke ich auch, dass 9 Reiche am Ende ein poetischer Begriff ist, der die Gesamtheit der Welt umschreiben soll. Die Welt besteht aus 3 Teilen bei 3 Wurzeln von Yggdrasil. Und 3 mal 3 macht 9 Reiche. Und damit verabschiede ich aus diesem Video zur nordischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema weiterer Folgen in die Kommentare schreiben. Und ich sage vielen Dank an meine Patreons, die diese Videos ermöglichen. Und tschüss YouTube, bis nächstes Mal zu einem neuen Video zur Mythologie, Literatur und Lore.